Wir häkeln Tischsets für den Esstisch in Rund. Dieses habe ich aus reiner Baumwolle gehäkelt. Das, was ich euch jetzt zeige, das ist Acrylwolle. Also ihr könnt es mit jeder Wolle eigentlich häkeln. Nadelstärke 3 bis 3,5. Und wir fangen an mit der Mitte. Hier haben wir die Mitte. Ich habe schon mal ein Stück vorbereitet. 1, 2, 3, 4 Reihen gehäkelt. Und das wollte ich euch einmal so zeigen. Wir beginnen mit einer Schlaufe. Halten die Schlaufe so fest und arbeiten 3, 6, 9, 12, 15, 18 Stäbchen in die Mitte. Also, 3 Luftmaschen, 1, 2, 3, dann 2 Stäbchen nebeneinander, 1, 2, 3 Luftmaschen und in die gleiche Öffnung wieder 3 Stäbchen. Das machen wir jetzt, bis wir 18 Stäbchen haben. 3 Stäbchen, 1, 2, 3 Luftmaschen. 3 Stäbchen, 3 Luftmaschen. Drei Stäbchen, 2, 3, 3 Luftmaschen. 3 Stäbchen, 1, 2, 3, 3 Luftmaschen. 3, 6, 9, 12, 15. Die letzten 3 Stäbchen. 1, 2, 3. So. Dann machen wir nochmal 3 Luftmaschen und verbinden es mit dem ersten Stäbchen mit einer Kettmasche. So, jetzt können wir die Mitte mit dem Faden, der da hängt, das Ganze so zusammenziehen. Mal eine kleinere Öffnung hier in der Mitte. So, jetzt machen wir eine Kettmasche in das erste Stäbchen und dann hier in die Mitte, da wo wir die 3 Luftmaschen gemacht haben, werden wir wieder eine feste Masche häkeln. So, dann machen wir 3 Luftmaschen und füllen es mit je 2 Stäbchen in die gleiche Öffnung. Also, das gilt als erstes Stäbchen in die Öffnung, ein Stäbchen, dann 3 Luftmaschen und in die gleiche Öffnung nochmal 2 Stäbchen. Dann machen wir hier 2 Luftmaschen, 1, 2 und gehen in die nächste Öffnung und wiederholen das Ganze, 1, 2, 3 Luftmaschen in die gleiche Öffnung, 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, nächste Öffnung, 2 Stäbchen, 3 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die gleiche Öffnung. Zwei Luftmaschen, nächste Öffnung, 1, 2 Stäbchen,
1, 2, 3 Luftmaschen und die gleiche Öffnung, 2 Stäbchen. 2 Luftmaschen in die nächste Öffnung, 1, 2 Stäbchen. 1, 2, 3 Luftmaschen in die gleiche Öffnung, 1 Stäbchen. 2 Stäbchen, 1, 2 Luftmaschen. Jetzt haben wir hier einen kleinen Knoten. So. 2 Luftmaschen haben wir gehäkelt und jetzt in die letzte Öffnung wieder je 2 Stäbchen. 1, 2, 1, 2, 3 Luftmaschen in dieselbe Öffnung, 2 Stäbchen, 1, 2. Und dann machen wir wieder 2 Luftmaschen und verbinden es mit der ersten Masche, mit einer Kettmasche. So, haben wir 1, 2 Reihen. Nun kommt die dritte Reihe, wo diese großen Öffnungen sind. Die machen wir so. Wir gehen in die erste Masche, machen eine Kettmasche, dann in die große Öffnung noch eine Kettmasche. So, dann machen wir 1, 2, 3 Luftmaschen, 2 Stäbchen, 1, 2, dann sind wir hier, 3 Luftmaschen, 1, 2, 3. In die gleiche Öffnung hinein, 1, 2, 3 Stäbchen. So, diese großen Wellen, also diese große Öffnung, haben wir 6 Luftmaschen gehäkelt, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nun sehen wir hier eine Öffnung und hier, wir nehmen die zweite und machen da wieder 3 Stäbchen nebeneinander und in die gleiche Öffnung wieder 3 Stäbchen rein. Also 3 Stäbchen, 3 Luftmaschen und wieder in die gleiche Öffnung 3 Stäbchen. Das machen wir jetzt bis zum Reihenende. Wiederholen wir das Ganze. 6 Luftmaschen, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2 in die zweite Öffnung, 3 Stäbchen nebeneinander. 3 Luftmaschen in die gleiche Öffnung, 3 Stäbchen, 1, 2, 3. So, wieder 6 Luftmaschen, 1, 2, 3, 4, 5, 6. In die zweite Öffnung 3 Stäbchen, 1, 2, 3, 3 Luftmaschen, in die gleiche Öffnung 3 Stäbchen, 6 Luftmaschen, in die zweite Öffnung 3 Stäbchen, 3 Luftmaschen in die gleiche Öffnung, 3 Stäbchen, 6 Luftmaschen in die zweite Öffnung, 3 Stäbchen, 3 Luftmaschen und wieder 3. Sechs Luftmaschen und mit der ersten Masche verbinden mit einer Kettmasche. So, nun sind wir hier in der 1, 2, 3, 4. Reihe. Machen wieder
eine Kettmasche in das Stäbchen und in die Öffnung wieder eine Kettmasche, 3 Luftmaschen und füllen es mit 2 Stäbchen nebeneinander. Dann machen wir 2 Luftmaschen, in die gleiche Öffnung wieder 3 Stäbchen. So, ohne eine Luftmasche gehen wir in die große Öffnung und machen 4 Stäbchen nebeneinander. Zwei Luftmaschen, in die gleiche große Öffnung wieder 4 Stäbchen. Das Ganze wiederholen wir jetzt bis zum Reihenende. Wir gehen in die nächste Öffnung, machen 3 Stäbchen, 1, 2, 3, 2 Luftmaschen, in dieselbe Öffnung, 3 Stäbchen, machen wir. Große Öffnung, 4 Stäbchen, 1, 2, 3, 4, 2 Luftmaschen und wieder 4 Stäbchen daneben. Nächste Öffnung, 3 Stäbchen, 1, 2, 3, 2 Luftmaschen, in dieselbe Öffnung, 3 Stäbchen. Und nächste, 4 Stäbchen, 1, 2, 3, 4, 2 Luftmaschen, 4 Stäbchen. 1, 2, 3, 4. Nächste 3 Stäbchen. 1, 2, 3. 2 Luftmaschen in dieselbe Öffnung. 1, 2, 3. In die große Öffnung 4 Stäbchen, 1, 2, 3, 4, 2 Luftmaschen in dieselbe Öffnung 4 Stäbchen, 2, 3, 4, nächste 3, 1, 2, 3, 2 Luftmaschen in die gleiche Öffnung, 1, 2, 3. So, in die große Öffnung wieder 4 Stäbchen nebeneinander, 1, 2, 3, 4, 2 Luftmaschen, selbe Öffnung, 4 Stäbchen, 2, 3, 4, nächste, 3, 1, 2, 3, 2 Luftmaschen, gleiche Öffnung, wieder 3 Stäbchen, 1, 2, 3, so, jetzt die letzte große Öffnung, 4 Stäbchen, 1, 2, 3, 4, 2 Luftmaschen in die gleiche Öffnung, wieder 1, 2, 3, 4 und mit der ersten Masche mit einer Kettmasche verbinden. So, dann haben wir hier
das soweit fertig. Dann sind wir hier jetzt bei diesem Bogen. Aber da müssen wir erstmal Luftmaschen vorher häkeln. Und zwar machen wir das so, dass wir wieder auf zwei eine Kettmasche, zwei, drei. Drei Kettmaschen in das nächste Loch hinein und machen da 10 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und gehen in die nächste Öffnung, da wo wir diese 2 Luftmaschen gemacht haben, machen eine feste Masche. Wieder 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Luftmaschen. In die nächste Öffnung eine feste Masche. Das machen wir bis zum Reihenende. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Immer da hinein, wo wir die 2 Luftmaschen gemacht haben. Eine feste Masche rein. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Feste Masche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich zeige es nochmal so. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Feste Masche. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Feste Masche. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Feste Masche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Feste Masche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Feste Masche. So, die letzten 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und mit einer Kettmasche verbinden. So, das haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Luftmaschen je 10. So, nun füllen wir dieses mit Stäbchen. Also machen wir weiter 1, 2, 3 Luftmaschen und füllen die Mitte 2, 4, 6 mit 7 Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gehen dann hier in die feste Masche, die wir gehäkelt haben, ein Stäbchen hinein. Und dann wieder in die große Öffnung 7 Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. In die Mitte ein Stäbchen. So, das machen wir jetzt bis zum Reihenende. Und dann verbinden wir es wieder mit einer Kettmasche. Also immer mit 7 in der Mitte füllen. Dann da, wo wir das feste Stäbchen gemacht haben, ein Stäbchen hinein. Macht das bis zum Reihenende. Und im zweiten Video zeige ich euch die nächsten Runden.